Meine Erfahrungen mit Salvia Divinorum von Rolf Rüdiger. Alle Beschreibungen sind nur meine subjektiven Wahrnehmungen. Als ich ein paar YouTube-Videos über Salvia Divinorum gesehen habe, bekam ich das Bedürfnis, es am eigenen Leib auszuprobieren. 19 Jahre war ich zu dem Zeitpunkt alt. Der Smart Shop, wo ich das holen wollte, war nicht weit von den Coffeeshops entfernt, wo ich meinen Weed hergekriegt habe. Ich lebte sehr nah an der Grenze, 35 Kilometer von einer niederländischen Großstadt entfernt. Ich kaufte an dem Tag neben Gras noch magische Trüffel und Salvia. Tatsächlich hielt ich vorher Pilze für deutlich stärker. Salvia erschien mir von außen eher wie Gras, was ein bisschen stärker und andersartiger wirkt, niemals so intensiv wie Pilze. Jedoch fragte mich der Smart Shop-Besitzer gerade beim Salvia, ob ich das wirklich machen will, ob ich mir sicher bin. Es sei ziemlich abgefuckt und stark. Zu den Trüffeln hingegen sagte er gar nichts, außer gute Reise, wie jedes Mal. Ich überlegte zuerst und beschloss, ein kleines Tütchen getrockneter Blätter von der schwächsten Form, 5-facher Extrakt, mitzunehmen. Zu Hause angekommen, habe ich erstmal nach einem geeigneten Platz für die Erfahrung gesucht. Ich habe gesehen, dass manche hinfallen auf dem Zeug und setzte mich bei der ersten Erfahrung auf die Rasenfläche im Garten, da das Wetter auch besonders gut an dem Tag war. Neben mir war ein Gartenhäuschen, wo Blumentöpfe vorstanden. Links von mir mein Haus mit Terrasse und vor mir die Garage. Der Garten ist umgeben von hohen Hecken, wodurch mich keiner sieht. Ich hatte keine Pfeife und Bong, dafür aber einen Vaporizer. Ich machte das Teil voll, stellte es auf höchste Stufe, 230 Grad, und begann zu ziehen und den Dampf in der Lunge zu halten. Der Geschmack und Geruch war sehr eigenartig. Er hat sich im Vaporizer festgesetzt. Im Nachhinein ist der Geschmack als schlecht zu bewerten, kann aber auch an der Wirkung liegen, die einen davon abtörnt. Der Dampf war mit 230 Grad ziemlich heiß, weshalb mir allein deswegen von innen heiß wurde. Es passierte den ersten Durchlauf, die ersten 5 Minuten, danach schaltet sich der Vaporizer automatisch aus, gar nichts, außer dass mir warm war. Beim zweiten Durchlauf hielt ich den Rauch noch länger in der Lunge und es begann noch wärmer zu werden. Meine Gedanken fingen sich dann plötzlich an aufzulösen, ohne dass ich es wirklich mitbekam, bis ich den Kopf zu Ende geraucht hatte. Die Gedanken wurden zu einem Punkt zusammengedrückt. Ich konnte quasi nicht mehr nach vorne, nach rechts oder links denken, sondern war im Hier und Jetzt gefangen, wie in einem Punkt. Neben der Hitze kam jetzt auch noch ein unangenehmes Stechen auf meiner Haut und meinem ganzen Körper dazu. Ich bekam den starken Drang, mich zu bewegen. Da ich mir vorher vorgenommen habe, bis zum Ende sitzen zu bleiben und während dem Trip noch meine gewohnte Umgebung sehen konnte, schaffte ich es, sitzen zu bleiben. Die Umgebung erschien mir sehr anders und verwirrend. Ich hatte keine Halluzinationen, jedoch begleitete ein starkes Körpergefühl die Erfahrung. Die Gefühle verzerrten sich in undefinierbare Formen. Der Rasen fühlte sich richtig rasig an und die Blumentöpfe richtig blumentöpfig. So sehr, dass ich mich selbst wie ein Blumentopf fühlte. Ich fühlte mich wie in einem Pflanzengeschäft mit Gewächshäusern voll von Töpfen und Pflanzen oder einem Hagebaumarkt Gartencenter mit Gerüchen von Blumenerde und verschiedenen Pflanzengerüchen. Ich glaube, mich auch wie eine Pflanze im Blumentopf gefühlt zu haben. Es war so, als würde ich mein ganzes Leben am selben Ort wachsen, mit anderen Pflanzen zusammenleben, in Kommunikation stehen, mit Gartenschlauch oder Gießkanne von Gärtnern gegossen werden und den ganzen Tag in der Sonne stehen. Es ist schwer, diese Verschiebung der Realität treffend in Worten auszudrücken. Die Wirkung hielt nur kurz an, wie erwartet. Gegen Ende betrachtete ich noch mein Fahrrad, bin dort aber nicht mehr so tief eingetaucht wie in die Blumentopfwelt. Seit dieser Erfahrung kann ich mich jedenfalls viel besser in Pflanzen hineinversetzen. Eine halbe Stunde später habe ich es auf der Couch in meinem kleinen Wohnzimmer nochmal versucht. Der Raum war ein wenig abgedunkelt. Diesmal kam die Wirkung auch schon direkt beim ersten Durchlauf. Alles verzerrte sich. Der Körper fühlte sich unangenehm an, mit Hitze und Stechen auf der Haut und in den Muskeln. Ich lag auf der Couch und wollte mich wälzen oder aufstehen, weil mich das Körpergefühl dazu antrieb. Ich versuchte aber bis zum Ende auf der Couch liegen zu bleiben, da ich keinen Tripsitter hatte. Ich verschmolz mit der Couch und meine Wahrnehmung beamte sich in eine IKEA-Filiale oder ein Möbelgeschäft, wo ich als Mensch auf einer Couch wohnte oder sogar die Couch selbst war. Es gingen ständig zahlreiche Menschen vorbei und schauten sich mich bzw. die Möbel an, obwohl ich visuell immer noch in meinem unveränderten Zimmer lag. Ich war in der Welt der Sofas und der Möbel gefangen, wieder total verwirrt und wieder war mir warm. Ich war froh, als die Hitze und das Stechen dann wieder vorbei waren und wusste mein normales Leben als Mensch sehr zu schätzen. Im nächsten Jahr entschied ich mich, mir nochmal eine Salvia-Erfahrung anzutun. Diesmal mit einer Pfeife im Schlafzimmer. Ich machte mir eine chillige Atmosphäre mit Musik, zündete die Pfeife an und hielt den Rauch lange in der Lunge. Nach einer Minute fingen sich meine Gefühle an, wie Spaghetti in die Länge zu ziehen. Es lief Meditationsmusik, die sich ebenfalls total verzerrte und meine Erfahrung noch bizarrer werden ließ. Ich dachte, ich müsse sofort aufstehen. Schnell zu meinem Bruder, auch wenn ich nicht weiß warum, auch wenn sie Gegendrogen sind und ich total verspult auf einer Substanz, die keiner von ihnen kennt, unterwegs bin, aber egal.
Ich wusste nur, dass es die einzigen Menschen in der Nähe sind, die mich noch kennen könnten, bei denen ich eine Art Identität habe. Auf Salvia habe ich keine Identität mehr, woran ich mich klammern könnte. Der Raum, in dem ich lag, kam mir noch nie so fremd und bizarr vor. War das überhaupt mein eigenes Zimmer oder ein ganz anderer Raum? War das überhaupt noch die Erde, auf der ich mit zwei Armen und Beinen mit anderen Menschen interagiere? Mein Körper engte mich total ein. Das Körpergefühl war wie die Male davor zu warm und stachelig. Keine visuellen Halluzinationen. Ich lief zum Glück nicht runter. Hätte mich sowieso nur auf die Schnauze gelegt bei den Treppen. Nach 5 Minuten stand ich dann aber auf, machte das Baggy mit dem Salvia auf und verstreute es im Müll. Ich sagte mir, dass ich das Zeug nie wieder rauchen werde, dass ich genug herumexperimentiert habe. Nach weiteren 10 Minuten war ich komplett wieder nüchtern und kiffte ein wenig zur Entspannung. Zusammenfassend kann ich sagen, dass es sehr interessante Erfahrungen für mich waren. Dafür, dass es ohne Tripsitter und ohne gutes Set und Setting war, waren es doch positive Erfahrungen. Die 3 Trips waren alle spontan, ohne Vorbereitung. Alle 3 Trips habe ich vorher unterschätzt und war im Nachhinein, wenn ich ehrlich bin, nur froh, wieder nüchtern zu sein. Ich verstehe jetzt natürlich, warum der Smart Shop Besitzer mir eher die Trüffel statt dieses Kraut verkaufen wollte. Nichtsdestotrotz ist es eine interessante Substanz, die die Türen zu anderen Wahrnehmungsebenen öffnet, die mit dem Menschsein nichts zu tun haben. Nur dafür kann man die Substanz gebrauchen, statt für Neugierde oder Spaßgebrauch. Ich bin trotz der Unterschätzung gut davongekommen. Es ist wirklich so intensiv wie DMT, selbst in schwächster Form, vielleicht in einer anderen Art intensiv. Für diese Intensität braucht es keine visuellen Halluzinationen. Die Alltagspersönlichkeit löst sich nach einer halben Minute komplett auf, egal ob es einem passt oder nicht. Man wird total verwirrt, fühlt sich ausgeliefert, vielleicht so wie ein Tier dem Schlachter oder Bauern ausgeliefert ist und sich nicht mitteilen kann. Nehmt euch auf jeden Fall einen Tripsitter, wenn ihr sowas Verrücktes raucht und seid euch bewusst, dass es wirklich starkes Zeug ist. Liebe Grüße und Tschüss an alle Zuhörer. Ja, mein persönlicher Senf dazu. Ja, das war wieder ein Bericht von euch. Finde ich auch ein interessanter Bericht. Ja, das ist so eine typische Salvia-Erfahrung, wovon ich auch schon öfters mal gehört habe. Also ist ziemlich typisch, nur dass viele Leute halt dann total abdriften und dann irgendwas halluzinieren. Ja, also das ist halt auch ein Zeug, was ich persönlich nicht unbedingt testen muss. Habe ich auch noch nie probiert. Muss ich auch nicht haben. Also ich war früher auch immer so der Meinung, dass ich unbedingt mal DMT rauchen möchte. Aber im Endeffekt bin ich jetzt froh, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht tun, weil man muss nicht alles probieren. Ich würde doch kein Heroin probieren, auch wenn das wieder eine ganz andere Schiene ist. Aber ja, ja, schön, dass er da heil rausgekommen ist, sag ich mal. Ja, das ist wieder mal nur ein Beweis für mich, dass Salvia nichts für mich persönlich ist. Weil im Endeffekt stehe ich gar nicht so auf so Grenzerfahrungen. Ich mag das einfach, wenn alles so ein bisschen smooth und entspannt ist, man so eine leichte Wirkung von einer Substanz hat. Aber so dieses totale Verschicktsein, das feiere ich persönlich nicht. Ja. Ja, wenn ihr wollt, dass ich euren Tripbericht vorlese, schickt mir den und zwar zu tripberichte@tripberichte.de und ja, dann werde ich den vertonen und zeitnah dann auch hier auf meinem Kanal hochladen. Ansonsten, ja, abonniert den Kanal, lasst ein Like da oder ein Dislike, lasst einen Kommentar da. Ich lese alle Kommentare immer so in Schüben, also jetzt nicht jeden Tag, aber so 2-mal die Woche lese ich dann immer die Kommentare. Ja, und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.